Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich das neue Unboxing von der My Little Box für dich, denn die ist heute bei mir eingetroffen. Ich habe sie schon mal aufgeklappt, weil ich ein bisschen Struggle mit dem Karton hatte. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen zu erfahren, was sich diesen Monat hier drin verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Die My Little Box ist eine französische Beauty Box, die mir in der Kooperation kostenfrei zur Verfügung gestellt wird. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle an das liebe My Little Box Team, dass ihr mir das ermöglicht. Ich finde das total cool. Deswegen darf ich tatsächlich auch in diesem Video mal wieder eine Box an einen von euch verlosen. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unten in der Infobox. Schau da gerne einfach mal vorbei. In der My Little Box enthalten hast du sowohl Beauty-Produkte, also dekorative Kosmetik, du hast da Pflegeprodukte mit drin, als auch so ein bisschen Produkte, die dich auf eine Entdeckungsreise nehmen. Also das ist so eine ganz liebevoll zusammengestellte Box, die jeden Monat irgendwie überraschend ist, meiner Meinung nach. So, genau, 17,90 € kostet die pro Box bzw. pro Monat und ich setze dir aber alles mal dazu in die Infobox rein. Ich habe auch einen Code, mit dem kannst du 5 € sparen, den schreibe ich dir hier rein. Das Ganze fängt an mit diesem Kärtchen und wir haben immer mal wieder so, ja, schöne, designte Kärtchen mit dabei, die ich auch tatsächlich aufbewahre. Nixen. Niederländisches Verb. Beschreibt die Kunst des Trödelns, das deutsche Farniente, den entspannten Lebensstil oder auch einfach nichts tun. Das finde ich toll. Da sitzt einfach eine Lady am Fenster mit Bademantel. Hätte sie blonde Haare, es könnte ich sein. Und das passt jetzt einfach auch gerade total in den Oktober rein. Es ist schmuddelig draußen, das sieht man hier auch, da fliegen die Blätter rum und irgendwie ist alles so, aber drin hat man sich das schön gemütlich gemacht und man kann einfach mal ein bisschen runterkommen. Dieses Mal ist es ein ganz spezieller Karton, den man halt so aufklappen kann. Und hier steht im Deckel, ob sich hier ein milder Herbstmorgen versteckt, mach's dir mit einer Tasse auf der Fensterbank gemütlich, vergiss die Wollsocken nicht und zieh vorsichtig an der Schleife. Da bin ich ja mal gespannt, ne? Okay, dann nehmen wir hier mal dieses Säckchen raus. Das ist dieses hier. Ja, also genau diese Box kannst du ja auch in diesem Video gewinnen. Wie gesagt, ne, alle Infos dazu in der Infobox. Und ich finde das Säckchen schon mal richtig schön. Hier steht drauf, dieser kleine Charmeur enthält ein kleines Nickerchen, güldene Blätter, schwarz-lila Träume, das Verlangen nach Romanen und romantische Inspirationen. So schaut es aus und das ist halt so ein Säckchen, das kannst du auch 1A so weiterverwenden. Finde ich gut, finde ich echt gut. Und dieses Mal halt keine Box, sondern ein Säckchen. Oh. Hier haben wir den ersten Blick ins Säckchen. Genau, und ich werde genau checken, ob wir die vorne aufgeführten Kriterien erfüllen. So, als erstes greife ich rein und hole etwas von KVD Beauty raus. Also ehemals Kat Von D. Das ist ein Setting Powder. Und zwar Translucent, 1,4 Gramm sind hier enthalten. Also es ist wirklich super, um das mal einfach auszutesten. Wir hatten schon mal eine Mascara von KVD oder Kat Von D Beauty in dieser Boxtasche, wie auch immer, mit drin. Und das fand ich klasse. Haben, glaube ich, alle auch sehr, sehr gefeiert. Und das feiere ich auch sehr. Ich mag das einfach, so neue Marken auszuprobieren. Ich habe nicht viel von der Marke. Weil als Kat Von D noch wirklich da auch mitgemischt hat, war das nicht unbedingt die sympathischste Marke, um das mal so zu sagen. Mittlerweile finde ich es ganz cool. So, dann haben wir hier das nächste Beauty-Produkt. Und zwar Sanoflore. Laboratoire Bio Aqua Magnifica. Okay. Anti-Imperfections Botanical Liquid Care Fresh and Purified Skin. Was ist das denn? Das sind 50 Milliliter drin, aber ich weiß noch nicht, was das ist. Das müssen wir noch herausfinden, Leute. Botanisches klärendes Tonic gegen Unreinheiten. Schön, kann ich sehr gut gebrauchen. In letzter Zeit seht ihr das tatsächlich auch sehr, sehr häufig bei mir. Wenn ich hier vor der Kamera sitze, sei es für Adventskalender-Unboxings, für Unboxings generell, für Hauls oder so, ich bin geschminkt. Liegt ganz einfach daran, dass ich zurzeit sehr, sehr problematische Haut habe und ich keine Ahnung habe, woher das kommt. Ich habe hier unten am Kinn super viele Unreinheiten. Hier oben an der Stirnpartie entwickeln sich irgendwie jetzt auch seit den letzten 2 Tagen immer mehr. Und vor allem meine untere Augenpartie ist furchtbar und deswegen, ja, schminke ich mich tatsächlich jedes Mal. Und die Schminkis, die ihr seht, sind weitestgehend vorgedreht leider, tut mir leid.
Aber ich fühle mich total unwohl aktuell. Ich weiß gar nicht, kann sein, dass es einfach Stress ist. Ich bin zurzeit so ein bisschen neben der Spur. Genau, aber alles wird gut, alles wird besser. Wir gehen zum Jahresende hin, alles wird wieder werden, hoffe ich. Okay, auf jeden Fall scheint es dann wirklich ein Toner zu sein. Toner mag ich richtig gerne, verwende ich auch viel. Fülle ich mir gerne um in so Sprayflaschen und sprühe mir das einfach so ins Gesicht und tapp das dann so mit den Fingern ein. Super angenehm. Jo, gefällt mir. So, dann haben wir noch ein Produkt und zwar von NYX Bio Organic. Das ist ein Marine Seaweed Skin Correcting Moisturizing Fluid mit 15 ml. Also das ist ein flüssiges Produkt, was dir quasi Feuchtigkeit geben soll, was deine Haut korrigieren soll. Und das hört sich ganz gut an. Meeresalge, ein hautkorrigierendes Feuchtigkeitsfluid fürs Gesicht, für normale bis Mischhaut mit... Achso, nee, das ist tatsächlich dann jetzt holländisch. Okay, finde ich gut. Die Marke finde ich auch super interessant. Ich kenne von NYX tatsächlich das Haaröl, was ich sehr gerne mag. Und ich hatte auch schon das ein oder andere Face- oder Beauty-Produkt von denen in Adventskalender mit drin oder halt auch mal in der Box mit drin. Sehr, sehr ansprechend, finde ich persönlich. Es ist alles so schön grün gehalten, wie halt auch hier die Tasche ist. Ne? Das finde ich sehr nett. So, hier haben wir noch ein weiteres dekoratives Kosmetikprodukt und ich finde, die My Little Box knallt heute wirklich mal einen raus und zwar von Estee Lauder Little Black Primer Tint Amplify Set. Ist es ein Primer von einer Mascara, quasi ein Mascara-Primer? Das finde ich cool. 2,8 ml sind hier drin. Gucken wir mal. Ja, nee, oder? Weiß ich nicht, es riecht nach einer Mascara. Es ist grau gefärbt. Es hat ein Kunsthaarbürstchen, was so geschwungen ist. Ich weiß es nicht, ob das eine Mascara oder nur ein Primer ist. Muss ich mal nachlesen, schreibe ich euch mal rein. Ich werde das mal recherchieren. Weil hier steht Little Black Primer, ne? Also eigentlich machst du das dann quasi unter die Mascara drunter und nicht dann nur solo. Cool. Super! So, jetzt haben wir noch zwei, denke ich mal, weitere Produkte hier drin, denn die sind so eingepackt. Einmal haben wir Pierre Kirul Amaspo Douche, irgendwas mit Dusche. Ein Face Roller scheint das zu sein, weil was ich hier hinten so... Ja, Rolling Youngster. Mit diesem hautverjüngenden Tool kommt deine Beauty-Routine wahrhaft ins Rollen. Der Jadestein hilft, deine Haut Seren und Cremes besser zu absorbieren. Der Massageeffekt glättet feine Linien und entspannt dein Teint. Pro-Tipp, im Kühlschrank aufbewahrt, rollert er dicke Äuglein am Morgen im Handumdrehen weg. Okay, ja, diesen Jade-Roller, das haben wir jetzt tatsächlich immer mal wieder, wenn man auch andere Beauty-Boxen abonniert hat, tatsächlich schon mal in der Hand gehabt. Aber diese Jade-Roller sind auch aktuell sehr im Kommen, im Dasein. Ich habe auch einen bei mir tatsächlich stehen und der hier ist besonders schön, finde ich. Oder? Ich mag den gerne leiden. Der sieht echt klasse aus. Da ich aber schon bereits einen habe, wird der hier demnächst mal weiter wandern. Aber der sieht super schön aus. Wir haben hier auch schön das My Little Box Logo drauf. Der ist schön in diesem Täschchen, in dieser Box drin. Das gefällt mir richtig gut und es ist schön weich hier. Also für mich persönlich, ehrlich gesagt, ein perfektes Geschenk, was man einfach mal so verschenken kann an jemanden, der auch ein bisschen Wert auf seine Hautroutine legt oder in einen Adventskalender geben kann. Ne? So perfekt. Und auch wieder dieses Grün, dieses dunkle Grün gefällt mir. Ich wusste nicht, wie diese Box aussieht und habe mir diesen Look geschminkt mit der Romantic Nomad von BH Cosmetics. Habe ich eben einfach mal so genommen und ein bisschen was gebastelt. Da habe ich hier außen auch genau dieses Grün, was wir halt gerade überall finden und halt lila, weil das schon ein schöner Kontrast ist. Und ich habe ja auch so grünbraune Augen, deswegen, ne, ich finde es gerade ziemlich cool, dass ich mich passend dazu designt habe. So, und ich glaube, das hier dürfte dann auch das letzte Produkt in der Box sein, genau. Hier vermute ich doch einfach mal eine Tasse drin. Nee, Le Parfum des Douches Matin. Ist da ernsthaft ein Parfum drin? Der Duft des sanften Morgens, Duftkerze mit Vanille, ach schön, diese kleinen Herbstflämmchen wärmen deine Sinne, wenn es langsam kälter wird. Zünde die Kerze an, wenn du etwas Wärme oder Aufmunterung brauchst und genieße ihren herrlichen Vanilleduft. Tief einatmen, ausatmen, es wirkt. Wir haben es probiert. Ich liebe Duftkerzen. Ich habe die jetzt hier in meinem Hintergrund von Party Light gerade nicht an, weil... ich einfach vergessen habe, sie anzumachen. Ansonsten habe ich die hier ständig an. Oder auch allgemein Kerzen und so weiter hier bei uns zu Hause. Weil ich das einfach
gerade jetzt, wenn es draußen ein bisschen grauer wird, schön finde. Oh, das ist jetzt hier aber... Die Kerze scheint einen Deckel zu haben. Und das ist so richtig aus Porzellan. Schön. Dann ist die hier noch so mega cool eingepackt, damit die bloß nicht kaputt geht. Und oh mein Gott, ist die schön. Die ist wirklich schön. Schlicht, aber schön. Und dieser Duft, den rieche ich gerade, der gefällt mir auch gut. Richtig, richtig cool. Willst du mal riechen? Sehr subtil. Das ist nicht zu intensiv. Wahrscheinlich, wenn man die anmacht, kommt der Duft noch stärker raus. Aber das gefällt mir echt gut. Vielen, vielen Dank, liebes My Little Box Team, dass ihr so eine coole Box designt habt. Dass es so schön aufeinander abgestimmt ist. Und dass es alles so liebevoll ist immer bei euch. Mir gefällt das richtig gut. Und wie gesagt, du kannst in diesem Video eine Box gewinnen. Alles weitere dazu in der Infobox. Ich glaube, ich habe es jetzt schon 3-mal gesagt. Tut mir leid, ich wiederhole mich heute ein bisschen. Und ja, ne? Geile Box. Ich fühle mich gut in den Herbst hineingebracht und genau, ich wollte gucken, ob das alles stimmt. Ein kleines Nickerchen. Womit sollen wir denn ein kleines Nickerchen machen? Das weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Wahrscheinlich mit dieser Creme. Güldene Blätter, ja gut, die sehen wir hier überall, ne? Oder auch güldene Blätter. Ist Estée Lauder nicht vom Logo her auch irgendwas Goldenes? Also hier ist auf jeden Fall was Goldenes dran. Schwarz-lila Träume, das ist schwarz-lila. Das Verlangen nach Romanen, wahrscheinlich, weil du hiermit animiert wirst zu lesen. Und romantische Inspirationen, das weiß ich nicht, womit man das erreichen will. Ich meine, Romantik kriegst du mit einer Kerze auf jeden Fall, ne? Und Inspiration mit einer Mascara, beziehungsweise, mit einem Primer auf jeden Fall. Und ihr Lieben, das war's. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!